74 kein Part 1 oder Part 2. Episode 74 ist jetzt online gekommen von Skibidi die Toilette vor 5 Stunden. Es war locker vor 6, 5 Uhr, oder? Ne, 6 Uhr war's. Und Leute, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Sie haben so eine Kamera. Menschen wie Skibidi die Toilette. Oh ja. Thank you.
Wieso tust du das? Echt? Leute, ja, Cameraman ist tot. Er hat uns verlassen. Mann. Er hat ja auch noch gesagt, TV-Man, ich kann nicht euch beide verlieren. Aber Cameraman war einmal einer der stärksten. Wieso haben die ja nicht Speakerman... Okay, das hört sich jetzt ehrenlos an. Aber wieso haben sie nicht Speakerman zurückgelassen? Weil Cameraman war stärker und wenn er weg wäre... Hätte er noch was getan, sie ein bisschen zurückgehalten und Cameraman und TV-Man könnten sich wegteleportieren zu der Camera- und TV-Base und sich wieder upgraden. Und dann könnten sie wieder kämpfen und sich Speakerman rächen. Aber jetzt muss Speakerman... Ich bin gespannt, was im Laufe der Episoden passiert, wenn Speakerman was macht. Aber wir werden jetzt mal zurückgehen, wo sie was gesagt haben. Weil, ja, ich habe nicht alles zugehört. Okay, einmal wir haben ihn raus. Okay, sagt er dann. Wir gucken uns jetzt nochmal die Episode an und ich lese nochmal alles vor. Lass uns gehen. Thank you.
Warte, was hat er gesagt? Ich konnte nicht so schnell reden. Ihre Grinnen sind bräuchlich. Okay, und wir gucken auch währenddessen die Secrets an. Guck mal, was das hier ist. G-Man hat doch die neue Dings bekommen. Also diese neue Verwandlung. Er wurde ja neu gebaut. Leute, guckt mal, was sie da haben. Also diese Jetpacks da oben. Das sind ja, glaube ich, die Jetpacks, die er gerade hier hat, oder? Oder sie reißen die ab, die er ja gerade hier so hat. Und dann fliegt er ja gerade und da ist halt niemand. Und er bekommt halt plus noch Arme und dann Beine. Also Bruder, chillt mal. Chillt mal. Oder liegt auch noch. Das muss ich leider übersetzen. Aber Leute, das ist irgendwie G-Man, der, keine Ahnung, kaputt ist, aber das ist auch unser Astro-Kopf. Also keine Ahnung. Ich schreib's euch dann in die Kommentare oder in die Beschreibung. Wir gucken weiter. Also hier ist G-Man und so, hier steht was und das werde ich dann... Ja, okay, das sieht man doch direkt. Okay, Bruder. Ja, chillt mal. Skibidi, nope, yes, yes, steht da. Skibidi, bop, 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 yes, yes. Nibidi, nibidi, nim, nim, oder so, keine Ahnung. Okay, hat er so einen Blick auf mich? Kümmern sie sich um die eigenen, Angelegenheit. Okay. Na, so viel Volk unten in der Luft. Werfen Sie einen Blick drauf. Die Kamera aus! Gefunden, dass sie eine Verbindung herstellen. Ich finde das immer noch so krass, was sie war. Der hat eben gerade so wie Michael Jackson, aber es war doch nicht Michael Jackson, Leute. Ja, auf jeden Fall, wir gucken weiter. Zeitpunkt für einen Angriff. Die Junge, die machen sich nur noch so bereit. So, bam, wir kämpfen jetzt. Und so. Verkämpfte Brüder. Ihr zwei geht nach Hause. Heute. Nein,
Alter. Anführer zu unserer Base. Was? Oder? Schnell. Lebendig, bist du verrückt? Wir müssen das Gesamtbild verstehen. Bevor es zu spät ist. Aber wirklich, das ist irgendwie keine Ahnung, wie beobachtet Xipen oder so, habe ich mir kurz gedacht, dass er so ist. Weil wirklich, der schreit den jetzt gerade so an, so, Aah! Sag mal, bist du irgendwie behindert geworden? Weil er ihn einfach während der Teleporting stoppt. Weil guck mal, und jetzt geht er wieder zurück, weil guck mal, irgendwie, da hat er doch was gelabert mit Gesamtbild verstehen und so. Und dann ist die Wiemann wieder so zurückgegangen, so, okay, macht mal. Und so, mach. Nicht ich bin echt gespannt, was nächste Episode ist. Ich glaube, die sind dann in der Base. Und dann ist Speakerman halt da. Und die denken alle an Cameraman. Und keine Ahnung, was da passiert. Nun Leute, das war's erst mit der Episode. Wenn ihr sie euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Heute Abend um 18 Uhr oder so, wenn das Update da rauskommt, bin ich live. Und wir checken das Pet Simulator Update ab, wie ihr mich kennt. Und dann ciao, Kakao!